Wieder da, Mr. Ich hab nachgedacht. Ich habe mit Trixie gesprochen. Ich weiß über Trixie Trotter Bescheid. Ja? Anscheinend wurde sie zu einer Art Expo-Königin gemacht. Techne, die Muse des Fortschritts. Das ist nicht wahr. Nun ja, Hill Valley sollte durch die Expo einen Ruf bekommen. Ich wusste nicht, dass es so gemeint war. Was haben Sie gegen Trixie? Es geht ums Prinzip. Wie kann unsere Stadt nur von so einer Frau repräsentiert werden? Das nehme ich nicht hin. Als verantwortungsvolle Bürgerin fordere ich, dass Sie diese Muse entlassen. Trixie? Was ist mit ihr? Sie ist wohl kaum für einen ehrenvollen Platz bei einem öffentlichen Ereignis geeignet. Hören Sie, Lady. Sie passt in das Kostüm. Sie ist Amerikanerin. Und sie hat es sogar geschafft, ihren Text zu lernen. Also, was wollen Sie mehr? Oh, diese Leute sind unmöglich. Diese Frau, ey. Und lächelt wieder. Na gut, das. Sie wollen, dass man Trixie feuert? Man darf nicht zulassen, dass solche Frauen in der Gesellschaft zu Respektspersonen werden. Das ist ein schlechtes Zeichen für die Zukunft. Wirklich? Aber erzählen Sie das mal diesem armen Trottel. Sie hat ihm völlig den Kopf verdreht. Das ist ihre Taktik. Ach ja? Aber ich könnte für ihre Entlassung sorgen, wenn ich etwas gegen sie in der Hand hätte. Zweifellos hat so eine Frau viele Skandale zu verbergen. Ich würde sie aufdecken. Wäre ich noch Reporterin. Aber ich habe keine Zeit. Ich bin mit Emmett und seiner Erfindung beschäftigt. Also sie möchte, dass sie... Sie würden also nicht zögern, Trixie Trotter feuern zu lassen? Und dann wird sie sie hassen und dann kommt Rache. Wenn ich etwas gegen sie in der Hand hätte. Offensichtlich hat sie ihren Arbeitgeber völlig durcheinander. Das ist alles. Gern geschehen. Mit Arti kann ich... Was ist mit Ihnen? Haben Sie irgendwelche Fragen? Nein. Dann lassen Sie mich bitte durch. Das kann... Okay, da geht's auch nicht weiter, weil die kann ja auch nicht reden. Ich heiße all jene Was gibt's Neues? Ideen. Hier oben. Aber mein Freund Emmett braucht... Er geht. Sie sollen ihn nicht verführen. Das würde es wohl. Und? Mm-mm. Das würde ich keinem anderen Mädchen antun. Außer ich bin stinksauer auf sie. Das könnte meinem Ruf als Muse schaden. Okay. Bis bald, Chick. Komm mal wieder. Wieder da. Ich hab nachgedacht. Das ist gern geschehen. Und ich steht nehme an beim Laster, da stand noch auf nicht. Der. Versuchen wir es mal hier. Ja, wann er. Okay, gibt's auch nichts Neues, aber der rechts im Laster, der steht da neu. Ah! Nicht so schick wie mein Wagen. Ich will den Typen anklicken und nicht den scheiß Elke. Hey Kumpel. Na toll, der wieder. Witzig, das wollte ich auch gerade sagen. Solltest du nicht mit dem Rest von Kids Gang im Knast sein? War ich, aber dann ergab sich eine Gelegenheit und ich hab... gesungen wie ein Kanarienvogel. Ich nenne es einen bewundernswerten Sinn für Selbsterhaltung gezeigt. Selbsterhaltung, ist klar. Spielst du später noch Klavier für Trixie? Nein. Warum nicht? Weil die kleine Sauberfrau heutzutage zu anständig ist, um sich mit Q-Ball abzugeben. Du scheinst sauer auf Trixie zu sein. Sauer? Trixie und ich kennen uns schon ewig. Ich weiß Sachen von ihr, die nicht mal Kid weiß. Sachen, bei denen es dir die Schuhe auszieht. Ach ja? Oh ja. Und wie sie jetzt hier herumstolziert und so tut, als ob sie was Besseres wäre, das, naja, das stinkt mir halt, weißt du? Also, was ist denn so peinlich an Trixies Vergangenheit? Klar, das werde ich dir erzählen. Ach, komm schon. Nein. Pass auf, dann erzähle ich dir erst was Peinliches über mich. Zum Beispiel? Meine Mutter hat sich sogar unter Alkoholeinfluss an mich rangemacht. Autsch. Okay, Kleiner, du hast gewonnen. Das war ziemlich peinlich. Fast so peinlich wie das hier.
Ist das Trixie? Yep. Hat nicht gerade viel an. Kein Scherz. Vor ein paar Jahren war sie auf einigen dieser künstlerischen Postkarten. Hab einen ganzen Stoß davon. Kann ich eine haben? Ich weiß nicht. Du hast damit doch nichts Schlechtes vor, oder? Ich verspreche, es ist für das Allgemeinwohl. Gut. Okay. Was ist denn mit deinen Zähnen? Meine Zähne? Ja, sie sind grün. Ich weiß nicht, wovon du da sprichst. Echt jetzt, was ist mit deinen Zähnen los? Nichts, gar nichts, ich... Ach, Mist. Was ist los? Es sind diese... Dr. Fringles Eigenkuchen? Eine Kiste voll ist vom Laster gefallen, den ich entladen habe. Und ich kann nicht aufhören, sie zu essen. Konnte ja nicht ahnen, dass die meine Zähne grün färben. Na, bei Algen hätt's wohl klingeln sollen. Petz mich nicht bei Artie, okay? Ich brauch den Job, echt. Kein Ding, aber ich behalte die Kuchen wohl besser. Klar, Kumpel. Was Neues von Kit gehört? Wir reden gerade nicht miteinander. Liegt wohl an unseren unterschiedlichen Inhaftierungsgraden. Was für ein Zeug musst du denn hier so schleppen? Kein Schimmer. Elektro dies, Robo das, Dynamo was auch immer. Ich verstehe nur Bahnhof. Locker bleib. Du redest. Wenn ich jetzt ihr das Nacktfoto zeige. Wieder da, Mr. Crockett. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe nachgedacht. Das ist gern geschehen. Noch. Jetzt das Foto gibt, dann müsste sie doch dafür verantwortlich sein. Vielleicht sollten Sie sich das mal ansehen. Warum in aller Welt sollte ich mir... Wow, was haben wir denn hier? Oh, Sir, Mr. McFly! Es scheint, Ihre Muse hat mehr inspiriert als nur den Fortschritt. Trixie? Oh nein, nein, nein. Was tun Sie mit einer schmuddeligen Postkarte? Was tut sie auf einer schmuddeligen Postkarte? Ich schwöre, Mr. McFly, wenn Sie das nicht überzeugt, dass Trixie Trotter ungeeignet ist, Hill Valley zu repräsentieren. Ich brauche keine Vorträge, wen ich einstellen kann und wen nicht, Miss Strickland. Trixie ist verdammt gut in dem, was sie tut. Mir ist egal, ob sie früher das wilde Weib aus Winnipeg war. Ihre Vergangenheit interessiert mich. Trixie? Was ist denn, Artie? Ich will ja nicht neugierig sein, aber in welchem Staat bist du aufgewachsen? In der Provinz Manitoba. Warum? Nicht einmal Amerikanerin! Nun ja, Darling, die Satzung besagt ausdrücklich, dass die Hostess der Expo Amerikanerin sein muss. Wenn du wirklich Kanadierin bist... Werde ich gefeuert? Du feuerst mich? Ich will es nicht. Hier, da hast du's wieder. Nun, ich bin froh, dass endlich jemand auf die Vernunft hört. Wir müssen reden. Rache für Trixie. Wo ist sie hin? Da. Oh. Trixie? Ich mache es. Diese Schnepfe wird vor Eifersucht platzen. Sehr gut. Ich habe schon alles geplant. Wenn Emmett auftaucht... Wir tun es auf meine Weise. Auf was? Ihre Weise? Jetzt Improvisation ist, schon ist nicht meine Stärke. Und ich werde keinen Text lernen. Aber ich habe einmal in diesem Stück gespielt. Das Hausmädchen in Not. Ich könnte eine Szene daraus vorführen. Okay. Dafür brauche ich aber noch ein paar Requisiten. Warum überrascht mich das nicht? Einige Pelze. Einen großen Diamanten. Er muss auch nicht echt sein. Das macht es leichter. Und etwas von deinem Freund, diesem Emmett. Hat er ein Fotoalbum? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich. Bring es mir einfach. Pelze, ein Diamant und Emmets Fotoalbum. Und dann? Lehn dich zurück und sieh die Fellfetzen fliegen. Gute Neuigkeiten.
Jack, sie spielt wohl bei meinem Plan mit? Tu, was immer du tun musst, aber bitte verrate mir nur keine Einzelheiten. Okay, der hilft mir nicht in dem... So, wir haben gut, dass die sich nie durchgesetzt haben. Nicht so schick wie... Hey, Kumpel. Na toll. Bist du immer noch sauer auf Trixie? Ja, aber noch mehr auf den, wegen dem sie gefeuert wurde. Was für ein Zeug musst du denn hier so schleppen? Kein... Bleib sauber. Das versuch... Na gut, da komme ich nicht weiter, aber der lässt mich vielleicht jetzt rein. Die Hintertür vielleicht. Ja? Wann öffnet ihr es, Top? Wieder da, Mist. Ich hab nachgedacht. Was ist nicht weiter? Gern geschehen. Noch auf der Suche. Hey, Artie. Kann jetzt nicht reden. Okay, da komm ich auch nicht weiter. Wie wär's mit einem Algenkuchen? Aber gerne doch. Nicht schlecht. Algen, sagen Sie? Ich werde den Kuchen für den Essensplan im Waisenhaus vorschlagen. Wie wär's mit einem Algenkuchen? Ich bin wirklich etwas hungrig. Wo zur Hölle hast du diesen Mist her? Von der Expo. Da kann man mal sehen, wie die Geschmäcker unterschiedlich sind. Wie wäre es mit Algenkuchen? Besten Dank. Schmeckt anders. Haben Sie rausgefunden, was mit der Zeit... Bin mir nicht sicher. Könnte ich mir vielleicht den DeLorean ausleihen? Ich will ihr jüngere... Also... Ich fahre auch... Trotzdem... Weißt du was? Ich mache eine Probefahrt. Eine Minute in die Vergangenheit. Besteht er den Test? Kannst du ihn nehmen? Es hat geklappt. Oder nicht? Nein, offenbar war die Zeitabweichung diesmal noch größer. Ich bin vor 6 Stunden angekommen. Oh, schade. Ich wollte nicht riskieren, deine bisherige Arbeit zunichte zu machen und habe mich versteckt gehalten. Doch die Zeitverzögerung war nicht umsonst. Ich war im Haushaltswarenladen und habe Teile für einen chronometrischen Analysator gekauft. Ein was? Ein Diagnosegerät. Sieh her, ich schließe es an die Zeitleitung an und starte einen Durchlauf. Wenn die grüne Leuchte angeht, sollte ich alle Daten haben, um den Umfang des Problems festzustellen. Hey, bringen Sie das Ausstellungsstück wieder zurück! Du musst dir wohl ein anderes Gefährt suchen, wenn du zum Labor kommen willst. Da bleibt nur noch der Lastwagen. Ah, und eine Stand ist offen. Da kriege ich bestimmt wieder... Hi, Trixie. Oh, hey Kleiner. Sag mal, wäre es nicht am einfachsten, wenn ich zu dieser Strickland-Tante gehe und ihr eine verpasse? Naja, es wäre zwar unterhaltsam, aber deswegen würde sie sich nicht von Emmett trennen. Ach ja, richtig. Hast du alle Requisiten, die ich wollte? Die nicht alle, aber ich... Gut. Knopf drücken, um das Hill Valley der Zukunft zu erleben, circa 1981. Ich glaube, auf der Zeitachse war ich noch nicht. Durch landwirtschaftliche Fortschritte wird es ein leichtes sein, unsere blühende Bevölkerung zu ernähren.
keine Lust zu warten, bis Mutter Natur ihre Arbeit tut? Ein Knopfdruck und tada, ein künstlicher Regenguss wässert die trockenen Felder. Ich leih ihn mir nur aus. Das Jahrhundert sieht rosig aus für unsere schöne Metropole. Springen Sie mit uns 50 Jahre in die Zukunft und an die sehen Sie das Valley von 1989. Die Experimentier schon erinnern mit alles, was Sie brauchen, der Fantasie der ganzen Menschen. Sie bei Herrn Eisenbahn nach dem Regen, ein schönes Jahr, im Dienste der unserer Stadt. Wenn er daran erinnert, dass seine Funktion dieselbe wie immer. Und das Leben schön ist. Fotoalbum, ja. Unter der Erde. Ein Tunnelnetzwerk, das eine Meile unter die Erde reicht. Bietet den 10 Millionen Einwohnern des zukünftigen Hill Valley reichlich Platz zum Spielen, Arbeiten und um Kinder groß zu ziehen. Bist du... Ja. Bleib sauber. Das versucht. Ich glaube nicht. Da kann ich mich verarschen. Klug war er noch nie. Da kann ich die Gitarre... Ich wollte die Gitarre auch nicht anschließen. Vielleicht nicht. Wieder damit. Ich hab nachgedacht. Komm ich auch nicht weiter. Noch... Es ist echt schwer, ein anderes Fahrzeug... Erst nach dem Test. Im Jahr 1931? Ach ja, nun, ich bin es. Wo kriege ich jetzt hier Pelze her? Hi, Trixie. Und ihr ein... Naja, es wäre zwar unterhaltsam. Ah. Hast du alle... Knopf drücken, um das Hin... Meine Zukunft wäre nicht so schlampig konstruiert. Hi, Miss Strickland. Ich wollte nur... Zerstören Sie, was Sie wollen, Mr. Crockett. Das juckt mich nicht. Halten Sie sich nur von Emmets Stand fern. Apropos, ich sehe besser nach, was er macht. Ich werde für Sie nachsehen. Ich wollte sowieso gerade in die Richtung. Nein, wollten Sie nicht. Das Letzte, was er braucht, ist noch eine Ablenkung in letzter Minute. Aber... Na, kein Wort mehr. Ich habe den Rest des Tages schon durchgeplant. Miss Strickland! Entschuldigung, ich weiß nicht. Himmel, Sie haben Ihre Haare abrasiert. Aber Carl Sagan? Hätten Sie einen Augenblick für mich? Ich weiß nicht, ob es angemessen ist, sich mit einem mutmaßlichen Brandstifter sehen zu lassen. Ich denke, es ist vielleicht in Ihrem Interesse. Sehen Sie, ich weiß, wo wir... Lassen Sie uns irgendwo reden, wo wir ungestört sind. Geh, ich beschäftige Sie, bis du zurückkommst. Ausgezeichnet. Kann ich bestimmt mit dem DeLorean wegfahren, oder? Dank meinem verschärften Zug-Skateboard brauche ich den DeLorean nicht zur Fortbewegung. Echt jetzt? Warte, Emmett. Emmett? Danke nochmal für Ihre Unterstützung, Detective Parker. Detective? Was zur Hölle macht Kit hier? Nichts Kriminelles. Ich habe nur eine Gedankenkarte von Mr. Tennant für unsere Expo angefertigt.
Man würde Edna und mir nie erlauben, eine Live-Demonstration des mentalen Affinitätsmessers mit einem Gewalttäter vorzuführen. Aber so wird's auch gehen. Okay, was nun? Nach dem Eintopf sehen, die Karten sortieren. Oh, das hätte ich beinahe vergessen. Edna schwingt ganz schön die Peitsche, was? Nun ja, aber das tut sie nur zu meinem Besten. Ohne sie werde ich so leicht abgelenkt. Hat sie dich geschickt, um nach mir zu sehen? Ja, sie wollte selbst kommen, aber... Sie ist auch beschäftigt, ich weiß. Du bist zwar nur ein schwacher Ersatz für Ednas Liebreiz, aber fühl dich ganz wie zu Hause. Danke. Du musst mir nicht danken. Ohne dich wäre ich niemals so weit gekommen. Ich bin mit meiner absoluten Traumfrau zusammen und nur noch knapp 6 Stunden von meinem größten wissenschaftlichen Erfolg entfernt. Moment, 6 Stunden? Mein Gott, die Zeit läuft mir davon. 6 Stunden kann auch kein Zufall sein. I don't care von Trixie Trotter? Edna mag diese Art von Musik nicht wirklich. Aber ich finde sie sehr beruhigend. Oh. They say I'm crazy, got no sense, but I don't care. They may or may not mean offense, but I don't care. You see, I'm sort of independent. I am my own superintendent. My star is on the ascendant. Wie arbeitet dieses mentale Affinitätsdings? Hier, ich zeig es dir. Hey, die Person trägt einen Gehirnvermessungshelm, der das Gehirn mithilfe der Leitfähigkeit der Haut und des elektrischen Widerstands auf der Oberfläche des Partiallappens untersucht. Ach so. Wenn ich den Gehirnvermessungshelm mit diesem Knopf anschalte, wird das Testobjekt verschiedenen visuellen Reizen ausgesetzt, die einige positive und negative Reaktionen auslösen, welche dann durch diese Lichter am Helm angezeigt werden. Hey, ist das... Wenn die Reaktionen aufgezeichnet wurden, werden sie an diese spezielle Schreibmaschine gesendet. Diese druckt eine Lochkarte, die eine Karte der Gedanken darstellt. Ich sehe nichts weiter als viele Löcher. Für dich mag es so aussehen, aber für unseren mentalen Affinitätsmesser hier ist dies der Weg zu deinem Unterbewusstsein. Pass auf, ich werde jetzt deine Gedankenkarte in den MAM schieben. Faulpelz? Dieses Ding nennt mich einen Nichtsnutz? Nein, deine physiologischen Reaktionen taten es. Was macht diese Schreibmaschine? Warten um. Nichts passiert. Der Knopf wechselt während des Gedankentests zwischen den Dias. Er funktioniert nur, wenn der Test gerade... Hey, Emmett, ich muss für eine Weile... Ich dachte... Ich wollte nicht raus. Wird er bestimmt, ich hab's gewusst. Ich sehe gerade was, das könnte mir noch weiterhelfen. Pelze gespendet von Lamont. Sie stecken in der Teergrube fest. Nicht mal ich. Die Zeiten in Hill Valley zu 10 versetzt. Horus, König. Und wenn sie in Schuldspiel in den Teergrube. Diesen Blick in Kalt. Der Vulkan sieht aus wie der, den ich in der 7. Wir sollten einen Auf. Sie stecken in der... Wie kriege ich das Ding jetzt da raus? Da kann ich die Gitarre nicht anschließen. Nein. Hast du eigentlich gut? Boah, jetzt ein Werkzeug? Ich wollte ja eh nicht weg, ich war noch nicht fertig. Wie geht's, wie steht's, Emmett? Keine Zeit für Plaudereien. Ich muss Maschinen vorbereiten und Gedankenkarten sortieren. Oh. They say I'm crazy, got no sense, but I don't care.
Hey, Emmett, kleiner Imbiss? Allerdings, was hast du denn? Das ist so eine Art Algenkuchen. Er soll nahrhaft sein. Oh, davon habe ich schon gehört. Oh. Na, hoffentlich ist das gesund. Wenn ich Emmets Gedankenkarte nehme, sollte ich sie besser mit einer anderen Das Gehirn eines degenerierten Kriminellen. Das ist Kit Tennants Gedankenkarte. Dank dieser Karte erkennst du das... Nein, aber wenn sie in den mentalen Affinitätsmesser geschoben wird... Verrückt. Nicht verrückt. Das ist Wissenschaft. Was ist das? Das sind Gefode. Edna will alle... Nicht wirklich. Entschuldigung, darf ich? Natürlich! Ah, das muss Mr. Needlemans Karte sein. Die kommt in den Stapel zu den anderen Rowdies. Laut Emmett... Also nochmal Musik an. Oh. Ein Stück Kuchen. Noch ein Stück. Eigentlich. Ja. An deiner Stelle wäre ich sehr vorsichtig. Warum? Das Raketentreibstoffexperiment hat wohl einen Zahn. Wenn du sie mehr als 10 Sekunden drehst, dann bekommt man einen Stromschlag. Hey Emmett, was kochst du da? Das ist ein altes Brown-Familienrezept für Hasenpfeffer. Hasenpfeffer? Kanincheneintopf. Der Trick ist, den Kreuzkümmel erst eine Stunde nach den Karotten zuzugeben. Riech mal. Hast du je in deinem Leben etwas Besseres gerochen? Es ist kräftig, ja. Es köchelt jetzt erstmal so vor sich hin. Also rot? Ich frage mich, ob ich vielleicht heimlich einen mentalen Affinitätstest durchführen kann. Was ist das? Das ist deine Kretenautos. Eklig. Ja, es ist in der... Was macht die Bakterie? Geht so, die Bakterien sind etwas außer Kontrolle geraten. Ich musste den Stickstoffschlauch mit einer Klemme verschließen, damit das Labor nicht vom Gestank überflutet. Ist die Klemme wieder abgefallen? Ja. Yeah. Mach sie wieder fest. Ich weiß ja auch nicht, wieso ich diesen Bakterientank noch hier habe. Jedes Mal, wenn die Klemme abgefallen ist, brauche ich noch ein paar Minuten, um den ekligen Gestank wieder wegzubekommen. Also, diese Spielautomat. Und wo's... Hmm.